Was ist die erste Bewegung, wenn man in der Früh erwacht? Ein Squat. Was ist die Bewegung, wenn man aus WC geht? Ein Squat. Was soll das heißen? Wir brauchen die Beine im Alltag mehr als wir glauben. Jeder trainiert gern Arme, weil er sie gern sieht. Keiner trainiert gern Beine, weil die unter der Hose versteckt sind, wenn man sie in der Disco nicht sieht. Aber Beintraining ist unumgänglich. When you find the one you love, gotta make sure that you love them right. Yeah, when you find the one you love. Mein Name ist Steffen Wotterer, bin 31 Jahre alt, leidenschaftlicher Bodybuilder und bestreite Wettkämpfe seit 2014. Wie oft trainiere ich Beine, wie oft trainieren wir Beine in der Woche? Wir haben schon von einmal die Woche bis zu dreimal der Woche alles durchprobiert. Momentan sind wir im Zug der erhöhten Frequenz. Das heißt, wir nehmen weniger Volumen pro Trainingseinheit, trainieren dafür die Beine aber zwei bis dreimal die Woche. Das heißt, durch das die Muskulatur reizen, um dafür mehr Ertrag im Wachstum quasi zu erhalten. Let them know I got you, never been insecure. But I don't play about you, don't care who you were before or what they say about you. We fresh like air, no pollute. When it came too far, there's no flu. When you on my arm, you look great. Let them hate, cause they on mute. And girl, I bought you. Der Fokus im Bodybuilding sollte primär nicht auf die maximale Kraft und das maximale Gewicht liegen, sondern eine Kombination aus perfekter Übungsausführung, maximaler Kontrolle und auch höchstmöglich bewegbarem Gewicht. Let me just say you gift it. No understatement, let me rephrase it. You so exquisite. Für uns Wettkampfathleten ist das Beintraining natürlich unumgänglich, um auf der Bühne eine homogene Muskulatur und eine homogene Entwicklung der Muskulatur zeigen zu können und präsentieren zu können. Aber auch für den Hobbyathleten, der jetzt einfach zum Spaß ins Studio geht, weil es ihm einen Spaß macht, ist das wichtig. Warum ist das wichtig? Es ist für den Körper unabdingbar und auch für die Entwicklung des Körpers, damit alle damit die gesamte Muskulatur gleichmäßig trainiert und auch gleichmäßig gereizt wird. Ansonsten könnte es zu Disbalancen kommen und in weiterer Folge Verletzungsrisiko steigt oder auch diverse Haltungsschäden könnten eintreten. Different brats every time you sat across from uncertainty, but you knew you were mine. All these girls want a nook because I had a little buzz. You care more about how it looked, I care more about what it was. You said I was flirting too much, I cut them all off if I must. This whole relationship thing is pointless if there is no trust. But die gesamte Rumpfstabilität, die Entwicklung des Gluteus, des Hinterns, die Entwicklung des Quadrizeps, allgemein eine schöne Form und auch eine homogene Körperentwicklung sind auf das Beintraining geprägt. Das heißt, mache ich keine Beine, wird sich die Entwicklung des ganzen Körpers zurückhalten. Also trainiert eure Beine, auch wenn man sie nicht sieht, trainiert sie zumindest einmal in der Woche mit einer adäquaten Last, aber mit richtiger Technik. Das ist unumgänglich.